So. Henrik von Eckermann. Schneller als der zweite Douglas Lindelöf. Hat sich erstmal von seinem Pferd verabschiedet. Abputzen, trocken reiben, Gamaschen mal abmachen. Da setzt sie vielleicht auch so ein bisschen Schmutz mal drunter, damit das nicht scheuert. Ja, und Sie sehen, der Reiter denkt nicht an seinen Erfolg, der Reiter denkt an sein Pferd. Das sind die Reiter. Das muss man machen. Und es gibt natürlich auch einen Chefsteward hier, Hans Wallmeier. Der kontrolliert natürlich auch, ob alles rechtens ist. Ob alles im Sinne der Pferde dort stattfindet. Und Katrin Eckermann, während noch Naseputzen bei Paola angesagt ist, nun Carlsson im Parcours. Katrin Eckermann, eine von zwei Amazonen in der Siegerrolle. Hier sehr schräg und kriegt natürlich da auch gleich eine Innenbahn dichter an dieser Insel um den Baum herum. Und die reitet mit 6 Galoppsprüngen hier vom Stahlsprung zum Ochser. Bei der großen Galoppade des Schimmels bietet sich das auch an. Ja, Eckermann gegen von Eckermann. Aber von Eckermann ist noch ein bisschen schneller gewesen. Um 1,63 Sekunden nämlich, aber im Moment ein toller zweiter Platz für die junge 21-jährige Springreiterin. Aus Kranenburg zu Hause auf Gut Bern in Münster. Katrin Eckermann gibt ihr noch mal einen Applaus. Hat alles versucht. Eins unserer zwei Damen in dieser 4.